versucht, Plakate zu machen, die man zweimal angucken kann. Also mindestens zweimal natürlich. Es dauert eine lange Zeit, wie die hängen. Ich hoffe auch, dass es nicht so sehr regnet, sonst müssen wir so viel nachplakatieren. Und die man die ein bisschen mit Hintersinn sind und zu denen man sich da was denken kann, auch wenn man zum zweiten Mal hinsieht. Muss soll ich denn anfangen, Christine? Wollen wir da an, ja, genau. Ja. Ja, hier steht, hier gibt es viel zu tun für ein gutes Klima in der Stadt. Wenn man das so sieht, denkt man, das ist so ein Freizeitplakat, nimmt man an, das ist die Energiewende natürlich. Wir haben die Sonnenenergie und wir haben die Windenergie, den Rotor. Und trotzdem ist es was, was gute Laune macht, denn wenn wir auf dem richtigen Weg sind, was die Energiewende angeht, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Ein gutes Klima in der Stadt heißt natürlich auch was anderes. Ein gutes Klima heißt auch, dass wir dafür sind, dass eben nicht nur Segregation herrscht, dass einzelne Gruppen sich durchsetzen, sondern dass wir ein gutes Miteinander in der Stadt fördern wollen zwischen den Leuten, die schon lange hier sind und zwischen den Leuten, die neu ankommen und auch eben Flüchtlinge. Nächstes Plakat. Dieses Plakat heißt, hier lässt sich leben. Wir hätten jetzt natürlich auch da vorne unsere Theke hier fotografieren können, aber die hatten wir dann noch nicht. Da steht dann drunter für eine vielfältige Stadt. Man sieht jetzt als allererstes vielfältiges Gemüse und vielfältigen Salat. Ich kann erklären, dass wir bei der Politik der Vielfältigkeit das für abgegriffen gehalten haben, Menschen verschiedener Hautfarben zu fotografieren und sozusagen so sinnfällig dahinzustellen. Aber das ist natürlich auch gemeint. Auf der einen Seite gute regionale Kost, abwechslungsreiche Ernährung, man braucht ja nur auf dem Münstermarkt zu sehen und da bordet es ja im Sommer über von Vielfalt. Aber Vielfalt heißt für uns auch natürlich Vielfalt der Nationen, Vielfalt der Herkunft, Vielfalt der Zusammensetzung im Gemeinderat, in der Verwaltung und überall. Das ist eindeutig, oder? Das ist das Eindeutigste der Plakate für gerechte Bildungschancen. Hier kommt die Zukunft. Ich denke, wir haben das Bild gesehen und haben gesagt, das muss es einfach sein, weil das sind doch die Grünwälder von morgen, die einfach sagen, ja, das ist stimmt, hier kommt die Zukunft. Und zum Schluss haben wir ein Kandidatenplakat, wie immer. Die Grünen machen ja keine Einzelkandidatenplakate, weil wir eigentlich denken, wir haben uns getroffen, um bestimmte Themen nach vorne zu bringen. Natürlich sind auch die Grünen, wie Sie sagen, gerne in der Öffentlichkeit, extrovertiert, sprechen gerne, werden gerne gelobt, sie loben sich auch gerne selber ab und an. Aber auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen darstellen, wie auch bei den letzten Wahlkämpfen, wir sind eine starke Gruppe. Und es funktioniert bei uns auch nur als starke Gruppe. Und ich darf Sie alle auffordern, unbedingt Grün zu wählen, damit wir auch eine starke Gruppe bleiben, denn diese Stadt braucht starke Grüne. Herzlich willkommen. Thank you.